Wort hat der Abgeordnete Volker Richter, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieser Antrag von der Hessischen Regierungskoalition bezieht sich auf eine gesellschaftliche Problematik, die die Hessische Regierungskoalition und die Bundesregierung leider erst selbst geschaffen haben. Und nun mit diesem Antrag versuchen, von sich abzulenken, meine Damen und Herren, dies ist ein wirklich wahrhaftig starkes Stück. In meiner letzten Rede zum Thema Corona habe ich deutlich zum Ausdruck gebracht, was zwingend geschehen muss, um gesellschaftliche Spannungen zu überbrücken. Es muss Vertrauen in die Politik unseres Landes geschaffen werden. Schafft Ihr Antrag nun also dieses Vertrauen? Wir meinen definitiv nicht, was wir auch begründen werden. Im ersten Punkt des Antrags beziehen Sie sich auf die Grundrechte, auch in Krisenzeiten, und dem wird auch niemand von uns widersprechen. Natürlich gelten grundsätzlich garantierte Grundrechte auch in Krisenzeiten. Sie schreiben dann allerdings noch weiter, dass im Sinne der Bekämpfung der Corona-Krise erhebliche Freiheitseinschränkungen unvermeidbar waren und nun aufgemerkt zum Teil weiter sein werden. Hier widersprechen wir als Alternative für Deutschland ganz deutlich. Bei einer entsprechend aufgeklärten Bevölkerung können natürlich Demonstrationen stattfinden, die aber kein Bürger für notwendig erachten würde, wenn sie frühzeitig auf das neuartige Coronavirus reagiert und die entsprechenden Maßnahmen getroffen hätten. Und auch heute gibt es gute Möglichkeiten, mit weniger Kosten der Krise Herr zu werden. Sie schreiben von Wissenschaftsfeindlichkeit. In Wahrheit aber beachten Sie die Wissenschaft nicht im ausreichenden Maße, um der Situation Herr zu werden. Aber auch hier wird deutlich, dass es Ihnen um Ihre politische Reputation und nicht um das Wohlergehen der Bevölkerung geht. Nun schreiben Sie in Punkt 2, dass die Ängste und Sorgen der Bevölkerung zunehmend von Agitatoren missbraucht würden, um Verschwörungstheorien zu konstruieren. Seltsamerweise hatte Herr Bellino bei meiner letzten Rede, als ich genau dies erwähnte, irgendwie gar nicht so richtig gewusst, was sich da in unserer Bevölkerung so tut und wie wichtig es ist, die Bürger ernst zu nehmen. Nach nunmehr drei Wochen, Herr Bellino, hat es auch die Landesregierung erreicht. Wir sind begeistert über diese herausragende Reaktionsfähigkeit und setzen keinerlei Hoffnung mehr in Ihre Fähigkeit, Situationen schnell zu erfassen und darauf sofort zu reagieren. Und ich lasse gerne eine Frage zu am Ende meiner Rede, damit die Redezeit nicht weg ist. Dann lasse ich es gerne zu. Kein Problem. Aber handelt es sich nun um Verschwörungstheorien oder spiegelt sich nur das wieder in Teilen der Bevölkerung, was 8 Wochen lang von der Bundesregierung selbst ausgesagt wurde? Interessanterweise wurden im Januar und Februar 2020 alle, wirklich alle, die das Virus als gefährlicher als eine Grippe eingestuft hatten, bereits als rechtsradikal eingestuft. Ich erinnere mich daran noch sehr gut. Nun, im Mai 2020 ist es genau umgekehrt. Und anstatt dass Sie auf die Bürger zugehen, mit ihnen diskutieren und sprechen, indem Sie Ihre eigenen Irrtümer zugeben und auch klar aussagen, dass man vieles zu diesem Virus noch nicht weiß, verunglimpfen Sie einen jeden, der nicht Ihrer Meinung ist. Meine Damen und Herren, so meinte ich das nicht, als ich davon sprach, dass die Politik mehr Vertrauen schaffen muss. Wenn Sie Ihre eigenen Aussagen in den ersten 2 Monaten dieses Jahres aus heutiger Sicht betrachten, wären Sie von der Regierungsbank ja die Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikalen, denn Sie selbst waren ja das, was Sie heute anderen unterstellen. Mal ganz ehrlich, ist es Ihnen nicht peinlich, in einer solchen Art und Weise zu agieren, anstatt mit den Bürgern zu sprechen, die anderer Meinung sind und sie somit zu respektieren? Wird Ihnen nicht klar, dass Einschränkung der Freiheit unter dem Aspekt Ihrer Äußerungen hier rechtsextremistische Gruppierungen würden mit anderen radikalisierten Strömungen wie Reichsbürgern, Autonomen und anderen Verschwörungsideologen eine Querfront bilden, alles noch viel schlimmer machen? Ist Ihnen Ihre Verantwortung nicht bewusst, die Sie für alle Bürger dieses Landes zu tragen haben, indem Sie klarmachen, worin die Problematik dieses Virus liegt und wie sie sich zu schützen ist? Anstatt politische Grabenkämpfe auszuführen und sich an Menschen abzuarbeiten, die durch ihr verspätetes Handeln, meine Damen und Herren, in massivste ökonomische Probleme gekommen sind. Wir als hessische AfD sind uns seit Januar dieser Verantwortung bewusst und haben deswegen auch ganz deutlich klargestellt, dass viel mehr Aufklärung notwendig ist und dass sofort und umgehend
neben einer Versorgung mit Schutzausrüstung und Hygienekonzepten in vielen gesellschaftlichen Bereichen gearbeitet werden muss. Dies vernünftig erklärt. Und die Bürger gehen auch nicht auf die Barrikaden, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition. So einfach ist das. Hier zu polarisieren ist der falsche Weg. Und nun kommen Sie in Punkt 4 auf aggressive und gewaltbereite Stimmung. Wir Mitglieder der Alternative für Deutschland kennen die Gewaltbereitschaft linksextremistischer Täter nur zu gut und verurteilen diese ebenso wie Gewalt von jeder anderen Tätergruppe. Auch hier haben Sie über ein Jahr gebraucht, um linksextremistische Gewalt überhaupt einmal zu thematisieren. Denn unsere Anträge, in denen wir jegliche Form von Extremismus ablehnen, haben Sie ja nie angenommen. Vielleicht ist das in Zukunft, und das ist zu hoffen, anders. Diese von Ihnen genannten Gruppierungen sind aber nicht Kern der Demonstration. Kern der Demonstration sind Bürger, mit denen Sie nicht richtig kommuniziert haben, so wie z.B. auch die Bürgerrechtlerin Frau Angelika Barbe, übrigens seit 1996 Mitglied der CDU und zuvor Bundestagsabgeordnete von 1990 bis 1994 als Mitglied der SPD. Das brutale Abführen einer 68 Jahre alten Bürgerrechtlerin zeigt auf, dass in unserem Land jegliches Maß an Verhältnismäßigkeit verloren gegangen ist. Ihre Arbeit ist so katastrophal, dass sie zu diesen Ergebnissen geführt hat, und dafür dürfen Sie nicht andere in Verantwortung nehmen, sondern müssen sich schon selbst verantwortlich für Ihr eigenes Handeln zeigen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie nicht jede Kritik an Ihrer Arbeit als Hass und Hetze bezeichnen können, sondern ernst gemeinte Kritik und auch berechtigter Ärger dadurch entsteht, weil Sie erst so und dann wieder so agiert haben. Menschen denunzieren und verurteilen, und sich hier nicht einfach mal öffentlich hinstellen und sagen, wir haben Fehler gemacht und müssen nun beginnen, wieder Vertrauen bei Ihnen, bei unseren Bürgern aufzubauen. Das wäre eine tolle Sache. Im Kern agieren Sie sogar so problematisch, dass die Bürger sich von Ihnen für dumm verkauft vorkommen. Und wenn Bürgermeister bereits durch den Wust an Verordnungen nicht mehr durchblicken, dann läuft da etwas wirklich in Ihrer Politik in die völlig falsche Richtung. Wenn Sie das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus tatsächlich sachlich noch gut anreichern möchten, dann beginnen Sie damit, sich selbst als Ursache der Unzufriedenheit bei vielen Bürgern in unserem Land zu sehen und in Ihren kommunikativen Fähigkeiten dergestalt zu wachsen, dass Sie Kritik nicht mit Arroganz begegnen, sondern Ihre Kritiker ernst nehmen, deren Sorgen auch für würdig genug ansehen, sich mit Ihnen zu beschäftigen, anstatt sie einfach in eine Schublade zu stecken und sie dort ohne Stimme zu lassen, was die Wut auf Sie und Ihre Art des Umgangs mit den Menschen nun einmal massiv steigert und nachfolgend zu dem führt, was Sie im Kern durch diesen Antrag verhindern möchten. In Punkt 6 sind wir uns natürlich völlig einig, denn es bestätigt ja genau, was ich eben gesagt habe. Die Demokratie lebt vom Engagement der Bürger. Zu diesem Engagement gehört die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Dazu gehört die Chance, nicht als Extremist abgestempelt zu werden, weil man eine gegensätzliche Meinung hat, sondern als Mensch angesehen zu werden, der einfach auch menschlich behandelt wird. Wenn Sie das Gespräch mit Familie, Freunden und Bekannten suchen, dann suchen Sie es bitte auch dort, wo Sie auf Widerstand, wo Sie auf politische Gegner treffen. Denn ansonsten kann keine Demokratie entstehen, wenn Sie sich immer nur selbst bestätigen. Und sollten Sie beherzigen, was ich in dieser Rede hier dargestellt habe, müssen Sie nicht mehr bei anderen über demokratiefeindliche Parolen sinnieren, sondern Sie würden endlich aus Ihrem Elfenbeinturm herauskommen und die Vielfalt der Menschen zu schätzen wissen, die daraus entstehenden Chancen nutzen, anstatt sie zu bekämpfen. Und wenn Sie das erreicht haben, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, dann brauchen Sie solche Anträge wie diesen hier gar nicht mehr zu stellen. Es liegt einzig in Ihrer Hand, wie sie wahrgenommen werden und wie unsere Bürger ihre Maßnahmen bewerten. Ihr Antrag schafft somit leider kein Vertrauen, sondern schürt weiteren Unmut, da Sie Ihr eigenes Versagen in dieser Corona-Krise nicht mal ansatzweise zugeben oder zur Sprache bringen. Vielen Dank, aber den Herrn Bellino lasse ich gerne seine Frage noch zu, wenn er sie noch stellen möchte. Herr Kollege Bellino, willst du? Ja, es langt, greift. Hängt davon ab, wie lange ich frage. Herr Kollege, Sie haben in Ihrem Beitrag mehrfach den Begriff Verhältnismäßigkeit gebraucht. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass alle Rechte hätten, alle die Grundrechte nutzen könnten, auch die, die demonstrieren. Gilt dies auch für Abgeordnete der AfD, die sich erlauben, auf öffentlichen Veranstaltungen mit anderen Parteienvertretern zu sprechen? Er gibt die Antwort. Kollege Richter.
Das gilt selbstverständlich für jeden. So wie Sie manchmal mit Ihren eigenen Kollegen umgehen, ich spreche nur vom Fraktionszwang in Ihren Parteien, sollten Sie uns bitte nicht maßregeln. Ich danke Ihnen vielfach. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine starke Demokratie, auch in Krisenzeiten, setzt eine Regierung voraus, die ihre Maßnahmen und Anordnungen ordentlich begründet, eine Regierung, die Gesetze ordentlich im Parlament berät und weitestgehende Transparenz nach außen herstellt, um den Menschen nach allen Kräften ihre Ängste zu nehmen. Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt, nämlich Anfang April, also noch vor den ersten Demonstrationen, hat unsere Fraktion eine Art Denkschrift unter dem Titel „Demokratie und Grundrechte müssen gewahrt werden“ veröffentlicht, weil wir damals schon Demokratiedefizite feststellen mussten. Dort heißt es unter anderem: „Um der Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, insbesondere die der Risikogruppen, machen viele politische Maßnahmen Sinn, die zugunsten des dringend notwendigen Gesundheitsschutzes der Bevölkerung das öffentliche Leben zum Teil drastisch einschränken und werden von uns Linken mitgetragen. Seit Mitte März herrschen in allen Bundesländern Ausgangssperren und Kontaktverbote. Eine Regelung im Infektionsschutzgesetz dient als Ermächtigungsgrundlage. Es ist strittig, ob diese für eine Stilllegung des gesamten öffentlichen Lebens, also ein Ende für politische Demonstrationen, Konzerte und Gottesdienste ausreicht. Das hochwahrscheinlich sachlich Richtige birgt das Problem, dass der massivste kollektive Grundrechtseingriff in der Geschichte der Bundesrepublik ohne angemessene gesetzliche Grundlage erfolgt. Ein weiteres Problem ist, dass diese Einschränkungen allesamt auf dem Verordnungsweg erlassen worden sind. Im Rechtsstaat, wie er im Grundgesetz angelegt ist, ist es aber zwingend so, dass die Exekutive an die Gesetze gebunden ist, die ein gewähltes Parlament erlassen hat. Einschränkungen von Grundrechten sind nur rechtmäßig, wenn ein legitimer Zweck verfolgt wird, in diesem Fall der Gesundheitsschutz, eine Eingriffsgrundlage vorliegt und die Maßnahmen verhältnismäßig sind. Eine Diskussion um Letzteres hat im Vorfeld der Maßnahmen kaum öffentlich stattgefunden. Und das muss jetzt, Anfang April geschrieben, nachgeholt werden. Bereits Ende März erreichten mich zahlreiche Anrufe und Schreiben, wo besorgte Bürgerinnen und Bürger, die ich nicht als Verschwörungsideologen einschätzen würde, sich Sorgen um die Demokratie und die Mitbestimmung in Deutschland machten. Man muss auch kein Verschwörungsideologe sein, um die Maßnahmen des Landes und der Bundesregierung in der Corona-Krise kritisch zu hinterfragen. Denn die Anordnungen der vergangenen Wochen sind zum Teil sehr widersprüchlich und in Hessen vielfach auch nicht ordentlich begründet. Nehmen wir die heutige Debatte zur Verlagerung der Entscheidung zur Aufnahme von Kindern in die Kitas auf die Träger. Das ist kein Demokratiegewinn, meine Damen und Herren, sondern ein Wegdrücken von unbequemen Entscheidungen. Oder Stichwort Parlamentsberatung. In dieser Woche sollten im Eiltempo über 200 Änderungen beim Schulgesetz durchgedrückt werden, ohne eine Anhörung. Die Verbände und Betroffenen wussten nicht einmal, dass es eine solche Gesetzesvorlage überhaupt gibt. So geht das nicht.
und das ist ein klarer Abbau demokratischer Regeln. Oder denken wir an die brachiale Auflösung einer Mahnwache von Seebrücke am 5. April in Frankfurt am Main. Obwohl von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Corona-Schutzregeln, Mundschutz, Handschuhe und Abstand von 2 Metern eingehalten wurden. Glücklicherweise hat einige Tage später, Herr Müller hat darauf hingewiesen, Herr Schauder, auch Sie will ich darauf hinweisen, nämlich einige Tage später dann das Bundesverfassungsgericht in einem Gießener Fall festgestellt, dass auch zu Corona-Zeiten das Demonstrationsrecht als Grundrecht gewahrt werden muss. Erst dann finden wieder Demonstrationen statt und werden nicht brachial unterbunden. Oder Stichwort Transparenz. Schwarz-Grün hat wiederholt verhindert, dass öffentliche Ausschusssitzungen live im Internet gestreamt werden, obwohl die technischen Voraussetzungen dafür im Plenarsaal vorhanden sind. Ich möchte mich auch hier und heute bei Herrn Landtagspräsident Rhein ganz herzlich dafür bedanken, dass er es kurzfristig ermöglichte, dass die Opferfamilien der Ermordeten vom 19. Februar in Hanau der öffentlichen Innenausschusssitzung im Landtag und per Livestream beiwohnen konnten und damit sozusagen auch die Öffentlichkeit hergestellt war. Vielen Dank, Herr Landtagspräsident. Alle Menschen sind derzeit in unterschiedlichster Weise von der Corona-Pandemie direkt und indirekt betroffen. Verunsichert oder schlimmer, sie sind in ihrer Existenz bedroht. Die einen sind besorgt wegen des Virus, die anderen wegen den Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen. Als LINKE haben wir von Beginn an Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona für zwingend notwendig gehalten. Dieses Virus ist real. Es ist hoch ansteckend, und er führt in vielen Fällen zu einem schwer oder sogar tödlichen Verlauf. Es gibt weiterhin zu wenig gesichertes Wissen und keine wirksamen Gegenmittel. Es ist also keine normale Grippe. Aus der Geschichte wissen wir, dass Kontaktbeschränkungen vorerst das wirksamste Mittel gegen die Verbreitung einer Pandemie sind. Und deshalb stehen wir mit der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung dafür ein, das Virus mit klaren Anweisungen und begrenzten Kontaktbeschränkungen so lange in Schach zu halten, bis medizinische Gegenmittel gefunden sind. Das ist auch, genau das. Das Land muss in der Frage Titer die Vorgaben machen und es nicht abdrängen, Herr Müller. Ja? Das ist doch der Punkt. Und das ist eine Verlagerung nach unten der Verantwortung. Das ist ja hinreichend heute diskutiert worden. So. Im Übrigen ist diese Frage auch keine Frage von links oder von rechts, von christlich oder sozialistisch, von freiheitlich oder ökologisch. Sie ist einfach eine Frage der Vernunft, wie man mit dem Virus umgeht. Es gibt ja Länder, die leider einen anderen Weg gehen. Diese Länder, z.B. die USA, Großbritannien oder Brasilien, führen inzwischen leider die Infektions- und Todeslisten durch Corona an. Donald Trump hat in den USA genau das gemacht, was Gegner der Corona-Maßnahmen auch hierzulande fordern. Erst den Virus leugnen und gegen Schutzmaßnahmen kämpfen und dann irre Ratschläge erteilen, wie Desinfektionsmittel trinken oder sich in die Sonne legen. Ich kann den Menschen in den USA nur wünschen, dass sie sich schnell von beiden erholen mögen, vom Virus und von Donald Trump. Und damit sind wir dann bei den Verschwörungsideologen, die es auch hierzulande gibt. Wer sich nun mit absurden und infamen Äußerungen hervortut, um zunächst Angst und Falschinformationen zu verbreiten, um aus Corona noch einen eiskalten Nutzen zu ziehen, der ist genau das, ein Verschwörungsideologe. Hier ist die politisch extreme Rechte natürlich wieder ganz vorne dabei. Vor Corona wurde schon die Umvolkung beschworen, weil ein angebliches Kartell aus Lügenpresse und Parteien die Bevölkerung austauschen wolle. Nun mit Corona
stehen Bill Gates, das sogenannte Merkel-Regime und die Pharmaindustrie in deren Fokus. Sie wollen angeblich alle Menschen zwangsimpfen und die Nanorobotern infizieren. Verschwörungstheorien gibt es wie Sand am Meer. Sie erfreuen sich erstaunlicher Beliebtheit. Und von Tempelrittern und dem Heiligen Gral und dem angeblich vorausgesagten Weltuntergang im Maya-Kalender über die Behauptung, dass Bielefeld, die Bundesrepublik oder die Mondlandung nicht existierten oder vorgenommen wurden und vieles mehr. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Wissenschaft, den Menschen, der Politik und der Vernunft zu widersprechen und dabei als Beleg das Internet, das eigene Gefühl oder eine außerhalb der Wissenschaft stehende Quelle zu nennen, ist teils stark ausgeprägt, auch auf der rechten Seite dieses Hauses. Wer behauptet, Corona wurde von Juden erfunden, um uns zu unterjochen, oder die Anti-Corona-Maßnahmen seien wie Hitlers Ermächtigungsgesetz, der verbreitet Judenhass und relativiert die Verbrechen des Nationalsozialismus auf nicht hinzunehmende Art und Weise. Kollege Hermann Schaus muss zum Schluss kommen. Und deshalb kann ich nur warnen, diese Szene einfach als Randphänomen und verrückt abzutun, so wie es mit der rechten Szene und den Reichsbürgern leider viel zu lange passiert ist. Wir dürfen uns diesen Diskurs nicht von den Verschwörungsideologen, Neonazis und Antisemiten aufzwingen lassen. Und deshalb schließe ich mit einem schönen Spruch, den ich auf einer Gegendemonstration gelesen habe, den finde ich sehr passend. Da stand nämlich drauf, Grundrechte schützen mit Abstand zu Antisemitismus, Rechten und Verschwörungsideologen. Vielen Dank, Kollege Hermann Schaus. Das Wort hat der Abg. Manfred Pentz, CDU-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst zu dem Kollegen der AfD. Nachdem Sie ja das direkte Gespräch zu einem CDU-Abgeordneten ausweislich dem Kollegen Bellino hier gesucht haben bzw. zugelassen haben, frage ich mich, was das für einen Eintrag in Ihrer Akte bedeutet und welche Konsequenzen Sie daraus schließen. Es könnte im schlimmsten Fall das Ende Ihrer Karriere bedeuten. Sie sollten sich Gedanken machen, mit wem Sie hier im Plenum reden. Meine Damen und Herren, zurück zur Sache. Natürlich sind wir alle froh darüber, dass die Zahlen der Neuinfektionen und vor allem die Zahl der aktiv Infizierten stetig sinkt. Trotzdem, überstanden ist das Virus nicht. Wenn wir nicht weiterhin vorsichtig sind, können sich ganz schnell andere Infektionsherde ausbreiten. Die Gefahr von Unvorsichtigkeiten konnten wir jüngst am Beispiel in Frankfurt beim Gottesdienst besichtigen. Am Ende ist es eine Frage von Eintrittswahrscheinlichkeit und Ausmaß. Und deswegen gilt die Regel Abstand, Hygiene und Alltagsregeln. Dennoch, meine Damen und Herren, hat sich die Lage entspannt. Und wir sind erleichtert, dass uns bisher Zustände wie in Italien, in den USA und Spanien erspart geblieben sind. Die Tatsache, dass die prognostizierten Zustände nicht eingetreten sind, ist allerdings kein Glück. Sie ist das Verdienst der teils schmerzlich einschneidenden Maßnahmen und einer besonnenen Landesregierung, geführt von Tarek Al-Wazir und Volker Bouffier. Da wir uns allerdings, meine sehr geehrten Damen und Herren, da wir uns allerdings keinen Kollaps im Gesundheitssystem, da wir nun allerdings keinen Kollaps im Gesundheitssystem zu beklagen haben, kommen nun diejenigen aus den Löchern, die schon immer gegen Maßnahmen waren, die den Staat ohnehin für unfähig hielten, die jede Gelegenheit nutzen, um die Regierung anzugreifen und auch ansonsten immer alles besser wissen. Und an dieser Stelle, lieber Kollege von der FDP, muss ich Ihnen schon sagen, Ihre Argumentation, Herr Müller, zumindest die Bus-Thematik hier in die Debatte reinzuholen, das war schon abenteuerlich. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Je mehr Menschen demonstrieren gehen und je lauter, kruder und abstruser auch im Netz dies läuft, desto unsicherer werden manche Menschen. Erst recht, wenn dabei irgendwelche Promis mitlaufen. Das Problem dabei ist, wer hauptberuflich Musik macht, in Fernsehshows auftritt oder mit einem Aluhut auf dem Kopf vegane Kochbücher schreibt, ist nicht unbedingt stärker befähigt, eine globale Notlage zu analysieren, als diejenigen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen. Und nein, meine Damen und Herren, Internetforen lesen hat nichts mit Forschung zu tun. Hier geht es um Wissenschaft. Daraus entstehen die krudesten Theorien, die schon beim ersten Hinterfragen oft ihren Sinn verlieren. Man warnt vor Zwangsimpfung, obwohl es noch gar keinen Impfstoff gibt. Oder wirft Bill Gates vor, das Virus gezüchtet zu haben, obwohl man kurz vorher die eigentliche Existenz dieses Virus abgestritten hat. Das klingt manchmal absurd, und es ist auch völlig absurd. Und deswegen müssen wir es auch so klar sagen. Aber warum laufen Menschen solchen kruden Ideen hinterher? Meine Damen und Herren, wir leben nun einmal in einer komplexen Welt. Und in schwierigen Situationen ist der Wunsch nach einfachen Antworten und vor allem nach Schuldigen schnell da. Deshalb möchte ich auch mich gar nicht darüber aufregen. Im Übrigen hat jeder in unserem Land, Gott sei Dank, das Recht, für oder gegen etwas zu demonstrieren. Und es ist auch gut so. Was mich allerdings ärgert, meine Damen und Herren, wenn diejenigen, die es besser wissen sollten, diese Ängste für ihre Zwecke ausnutzen. Und das hat System. Und das hat System. Ich glaube, dass die politisch Aktiven am rechten und linken Rand, die bei diesen Demonstrationen mitmarschieren oder sie sogar selbst fördern, nicht daran glauben, dass sie sich durch Alufolie vor Chemikalien schützen müssen, die von Flugzeugen versprüht werden. Denen geht es darum, Angst, Wut, Verzweiflung zu schüren und gegen den Staat zu richten. Und da liegt die Gefahr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir dürfen das nicht zulassen. Es ist in unser aller Interesse, dass wir die Glaubwürdigkeit des Staates erhalten. Und es ist immer wieder so, dass es die Gleichen sind, die versuchen, unsere Demokratie zu beschädigen. Es sind die vermeintlich demokratisch etablierten Parteien am Rand. Es sind die Linksradikalen und es sind die Rechtsradikalen. Gespickt und garniert von Antifa-Reichsbürgern und einem ehemaligen FDP-Ministerpräsidenten. Meine Damen und Herren, eigene Abgeordnete bespitzeln, Akten anlegen, dann bei Demos als gutbürgerlich daherkommen, das ist das Programm der AfD. Diese Versuche werden scheitern, denn der überwiegende Teil der Menschen in unserem Land zeigt, Vernunft ist besonnen und unterstützt die wichtigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, auch wenn sie wehtun. Meine Damen und Herren, das Virus hat unser aller Leben nachhaltig verändert, und die Schäden für die Wirtschaft werden uns noch Jahre begleiten. Sicher gibt es einige Unternehmen, die aus dieser Krise Profit ziehen können. Es wird auch ganz neue Ideen und Innovationen fördern. Aber hart treffen wird es vor allen Dingen kleine Firmen, Selbstständige und Unternehmen ohne Rücklagen, denen die Aufträge weggebrochen sind, Firmen, die schon vor der Krise nur deshalb überlebt haben, weil wir eine sehr gute, aber teils überhitzte Konjunktur hatten. Wir müssen ehrlich sein. Und diese Landesregierung und diese Koalition ist ehrlich. Wir müssen es den Leuten sagen, was auf sie zukommt. Wir werden eine große Zahl an Arbeitslosen haben. Und wir werden beklagen, dass es Insolvenzen gibt. Und wir werden das verkraften, gemeinsam mit den Menschen. Zudem werden sich Bund und Länder durch viele Hilfen immens verschulden. Das ist so. Und wir haben es auch immer gesagt. Denn irgendjemand muss das irgendwann
bezahlen. Und wir haben bereits genug Schulden, die die nächste Generation ohnehin tilgen muss. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sagen das sehr klar. Wir nehmen die Menschen mit, und wir bieten Lösungen. Und das ist ein langer Weg, aber es ist ein guter Weg, und er hat uns durch alle vergangenen Krisen geführt. Und, meine Damen und Herren, wir handeln dabei mit Bedacht, Vernunft und vor allen Dingen mit Blick auf Generationengerechtigkeit. Nur eine solide und verantwortungsbewusste Regierung kann eine solche Krise dieser Dimension bewältigen, für die Menschen, aber auch nur gemeinsam mit den Menschen. Dabei, davon bin ich überzeugt, sind wir auf einem guten Weg und werden uns von den verzweifelten Versuchen der Demokratiefeinde, die aus Sorge, ihre politische Bedeutung zu verlieren, wieder nur auf Angst und Hetze setzen, nicht beeindrucken lassen. In diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung hat sich der Herr Innenminister gemeldet und er wartet geduldig ab, wie es seine Art ist. Sie haben das Wort, Herr Staatsminister. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, hast gerade eine, Jörg-Uwe, eine Charaktereigenschaft herausgekehrt, die ich bisher von mir noch nicht kannte. Geduld, aber gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße die Ausführungen im Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, sich entschlossen gegen Extremismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien zu stellen, ausdrücklich, meine Damen und Herren. Der Entschließungsantrag macht unsere Entschlossenheit zum einen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und unser Grundgesetz, aber eben auch unseren Kampf gegen Extremismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien deutlich. Und deswegen ist es ein gutes Dokument. Seit mehr als 70 Jahren leben wir in diesem Land in einer starken Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat ihre verfassungsrechtlichen Grundrechte garantiert, schützt und achtet. Im Verlauf der Corona-Krise musste in einzelnen dieser Grundrechte eingegriffen werden, um das Virus in seiner Ausbreitung zu hindern. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie brachten zahlreiche Einschränkungen, wie Kontaktverbote, Reisebeschränkungen sowie Schließung von Schulen, Kitas, Gotteshäusern oder Gastronomiebetrieben mit sich. Und, lieber Herr Kollege Müller, das ist am Ende auch die Erklärung dafür, auch die Erklärung für die Einschränkung. Meine Damen und Herren, wir wollten Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger hier in Hessen bestmöglich schützen. Und dafür waren leider diese Einschränkungen erforderlich. Das große Vertrauen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in die Wirksamkeit dieser Schutzmaßnahmen und die Disziplin bei der Umsetzung der Regeln hat dazu geführt, dass unser Land die Krise bislang vergleichsweise gut gemeistert hat. Einige, meine Damen und Herren, erklären diesen Kampf nun vorzeitig für beendet und fordern die vollständige Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung aber ist nach meiner Wahrnehmung und nach meiner Einschätzung weiterhin in großem Vertrauen mit den staatlichen Stellen verbunden. Sie haben hohe Akzeptanz zu den noch getroffenen Maßnahmen, und sie befolgen sie mit einer großen Disziplin. Dafür sollten wir insgesamt im Interesse der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger dankbar sein. Ich begrüße selbstverständlich einen konstruktiven Diskurs über die Gefährlichkeit des Coronavirus oder über die Notwendigkeit und das Ausmaß der getroffenen und noch zu treffenden Gegenmaßnahmen. Und ich verstehe die Sorgen und Nöte derer, die sich aufgrund der Einschränkungen in ihren Rechten verletzt fühlen oder in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sehen. Inmitten der Corona-Krise blühen aber auch unsägliche Verschwörungstheorien. Böse Kräfte sollen hinter der Pandemie stecken, die von Zwangsimpfung und Überwachung ist die Rede. Leider, meine Damen und Herren, so habe ich das zumindest eben den Medien noch entnommen,
hat das NDR-Medienmagazin ZAP ermittelt, dass ungefähr 20% der Wahlberechtigten in unserem Land für diese Täuschungsthesen empfänglich sind, dass Politik und Medien systematisch die Menschen über das Ausmaß, die Folgen dieses Virus täuschen. Das betrübt mich. Das besorgt mich zutiefst, dass auf diese Weise Ängste und Befürchtungen zunehmend für populistische Zwecke missbraucht werden. In beängstigendem Ausmaß nutzen Rechtsextremisten, Linksextremisten und Antisemiten die Situation, um mit ihren kruden Verschwörungsgedanken virusartig die Gesellschaft zu infizieren und Anschluss an neue Bevölkerungsgruppen zu finden. Dabei werden Fakten geleugnet, Gefahren heruntergespielt und immer wieder ein Schuldiger präsentiert. In einer selten so offen zur Schau getragenen Eintracht werden in diesem Land wieder antisemitische Vorurteile bedient, um Hass und Hetze gegen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu verbreiten. Besonders erschreckend ist dabei die Aggressivität und Gewaltbereitschaft nicht nur gegenüber unserer Polizei, sondern auch gegenüber Journalisten vor Ort. Das verurteile ich, das verurteilt die Hessische Landesregierung aufs Schärfste. Bedenken und Sorgen der Bürger werden von der Hessischen Landesregierung sehr ernst genommen. Gleichwohl gilt für uns, das ist ja auch schon in der Debatte zum Ausdruck gekommen, gilt auch in dieser schwierigen Frage und Phase Besonnenheit. Hessen braucht Gelassenheit und Vernunft statt Panik und Hass. Meine Damen und Herren, diese Entwicklungen sind besorgniserregend und stärken uns in der Überzeugung, in unserem Kampf gegen den Extremismus und Demokratiefeindlichkeit nicht nachzulassen. Sehr richtig war daher die Entscheidung der Landesregierung, schon vor Monaten mit dem Aktionsplan Hessen gegen Hetze umfassende Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus umzusetzen und dabei auf die Unterstützung aller Ressorts und der Zivilgesellschaft zu bauen. Ein starkes Bündnis, das sich klar und geschlossen gegen ein hetzerisches und diffamierendes Klima stellt, sei es im virtuellen Raum des Internets oder in persönlich geführten Debatten. Für Hasskommentare in den sozialen Netzwerken wurde zudem ein eigenes Meldesystem für Online-Hetze eingerichtet, um Kommentare zu entlarven, die nichts mit Meinungsfreiheit zu tun haben, sondern die Würde und die Menschlichkeit angreifen. Wir haben uns in den letzten Jahren insbesondere durch das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus den Herausforderungen gestellt, die sich aufgrund von Extremismus und anderen demokratiefeindlichen Entwicklungen und Akteuren ergeben. In der aktuellen Förderphase haben wir das Programm mit den notwendigen Mitteln ausgestattet, um die zivilgesellschaftlichen Träger in ihren Bemühungen bestmöglich zu unterstützen. Ziel des Landesprogramms ist die Bündelung einer Vielzahl von professionellen Präventionsakteuren mit ihren jeweiligen Kompetenzen und Expertisen, um so den vielfältigen Erscheinungsformen des politischen Extremismus umfassend entgegenzuwirken. Für das Jahr 2020 ist nun eine abermalige Erhöhung des Fördervolumens auf insgesamt, ja, wenn wir die Bundesmittel, Herr Schauder, noch mit dazu nehmen, fast 10 Millionen Euro erfolgt. Meine Damen und Herren, das ist herausragend, was dieses Land in der Frage der Prävention gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden, aber eben auch mit den zivilgesellschaftlichen Partnern hier leistet. Und ich finde, Herr Kollege Müller, dafür dürfen wir uns auch loben. Neben der Prävention von Islamismus und Antisemitismus liegt die inhaltliche Schwerpunktsetzung des Landesprogramms im Bereich der Prävention von Rechtsextremismus. Dabei wurden in den vergangenen Jahren die Betroffenen- und Opferberatung im Themenfeld Antisemitismus, Rassismus sukzessive und bedarfsorientiert ausgebaut. Insbesondere wird die Expertise der von Rassismus betroffenen Menschen hier auch mit einbezogen. Zuletzt hat eine unabhängige externe Evaluation des Landesprogramms durch das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main belegen können, dass nicht nur die grundsätzlichen Ziele des Programms durch die Träger, sondern auch die definierten Zielgruppen, die man vor einem Radikalisierungsprozess schützen will, in hervorragendem Maße erreicht werden. Und deswegen, lieber Kollege Müller, weil Sie es ebenso herausgestellt haben, es ist keine Lobhudelei, was in diesem Antrag niedergeschrieben ist. Es ist eine angemessene, positive Darstellung der Erfolge dieser Landesregierung. Applaus
Herr Staatsminister, bitte an die Redezeit denken. Jawohl. Ich komme zum Schluss und lasse den Teil über die Sicherheitsbehörden und die Sicherheitsstrategie aus. Die kennen Sie, haben wir an vielen Stellen hier schon miteinander diskutiert, sodass wir uns nicht nur auf die Prävention stützen, sondern eben unseren Kampf auch im Bereich der Repression natürlich durchführen. Das Coronavirus bedroht unsere Gesundheit und unseren Alltag. Wir werden nicht zulassen, dass es auch unsere Demokratie und die innere Sicherheit unseres Landes bedroht. Ich appelliere daher an alle Bürgerinnen und Bürger, sich nicht von Volkshetzern und Demokratiegegnern missbrauchen zu lassen. Lassen Sie nicht zu, dass Ängste geschürt und Feindbilder aufgebaut werden. Wir haben eine wehrhafte Demokratie, vor allem, meine Damen und Herren, wenn die Demokraten täglich bereit sind, diese auch zu verteidigen. Vielen Dank. Herr Staatsminister, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir haben jetzt hier zwei Anträge, einen Entschließungsantrag CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNE und einen Dringlichen Antrag der FDP. Gehe ich recht in der Annahme, dass die beiden in den Innenausschuss verwiesen werden? Ich gucke den. Okay, dann machen wir das einfach so und verweisen ihn in den Innenausschuss.